Dies sind unsere Waffen und Hilfsmittel, mit denen wir Panzerschnellsperren anlegen können. Die Bazooka-Rakete mit Verpackungshülse, Brettern, Pflöcken, Astgabeln, Draht, Seil, Taschenlampenbatterien, dem nötigen Werkzeug und der auf Druck oder Zug ansprechenden Panzermine. Für die Gleitmine zum Beispiel brauchen wir eine kräftige Astgabel. Sie dient als Gleitschlitten. Mit Draht wird die Mine auf der Unterlage festgezurrt. Es ist darauf zu achten, dass der Druckzünder frei liegt und nicht verklemmen kann. Noch wirksamer sind zwei im Abstand von 30 cm gekoppelte Gleitminen. Eine wird sich bestimmt unter die Kette des Panzers ziehen lassen. Ihre Detonation löst auch die andere Mine aus. Die vorbereiteten Gleitminen werden so gelegt, dass sie sich leicht vor die Kette des Panzers ziehen lassen. Tarnung nicht vergessen. Die Deckung des Nahkämpfers muss 6 bis 8 Meter von der voraussichtlichen Detonationsstelle entfernt sein. Entscheidend für den Erfolg der Gleitmine ist, dass sie im richtigen Augenblick vorgezogen wird. Und dann volle Deckung. Und hier die Gleitmine, die auf Zug anspricht. Im Schema sieht die Anlage wie folgt aus. Die Minen, das Zugseil, das Verankerungspflöckchen und der Auslösedraht, der mit dem Sprengkapselzünder verbunden ist. Der Draht muss so lang sein, dass beim Vorziehen der Minen der Zünder in der Mitte der Fahrspur betätigt wird. Durch die Verzögerung von etwa 2 Sekunden detoniert die Mine unter der Wanne des Panzers. Selbstverständlich spricht diese Mine auch auf ihren Druckzünder an. Eine kompaktere Anlage, auf Straßen einzusetzen, ist die Minenschnellsperre, die vorbereitet auf jedem Fahrzeug mitgeführt werden kann. Querleisten halten die einzelnen Minen in ihrer Lage und stützen das Deckbrett. Es verteilt den Druck gleichmäßig auf die Druckzünder, die schon bei einem Druck von 200 Kilogramm ansprechen können. Die Minenschnellsperre wird ähnlich wie die Gleitmine eingesetzt. Die Deckung für den Nahkämpfer ist sorgfältig zu wählen und gut von der Sperre abzusetzen. Die Anlage gut tarnen. Die Minenschnellsperre braucht glatten Untergrund, damit sie sich leicht vorziehen lässt. Es gibt auch Sperren, die sich selbst auslösen. Zunächst die Spanndrahtmine. Zwei Pflöcke werden an den Straßenrändern eingeschlagen. Ein Spanndraht in Höhe des Panzerleitrades wird von Pflock zu Pflock gelegt. Zwei Schritt feindwärts vom Spanndraht werden 2 bis 3 Minen übereinander oder dicht aneinander eingegraben. Ein Zugzünder wird durch einen Auslösedraht mit dem Spanndraht verbunden. Die eingegrabenen Panzerminen gut tarnen. Die fertige Anlage. Linker Pflock, rechter Pflock, Minen, Spanndraht. Der Panzer drückt beim Vorfahren den Spanndraht nach vorn. Der Auslösedraht betätigt den Zugzünder und die Minen detonieren unter der Wanne. Diese Sperre noch einmal im Schema. Fahrspur, Pflöcke, Spanndraht, Auslösedraht, eingegrabene Minen. Ähnlich wirkt die elektrische Selbstschusssperre mit der eingegrabenen Bazooka-Rakete.
Wieder werden zwei Pfähle an den Straßenrändern eingeschlagen. Von Pfahl zu Pfahl wird wieder ein Draht gespannt. Der Pfahl auf der Seite der eingegrabenen Bazooka-Rakete muss leicht beweglich sein. Hier das Verankerungspflöckchen für die Kontaktschlingen und das Kästchen für die Batterie. Um das Verankerungspflöckchen wird ein Stück isolierter Draht geschlungen. Ein zweites Stück Draht, ebenfalls isoliert, wird am beweglichen Pfahl befestigt. Von den zueinander zeigenden Enden wird die Isolierung entfernt. Und so entstehen die Kontaktschlingen, die den Stromkreis schließen sollen, um die Rakete auszulösen. Die Kontaktschlingen liegen also zwischen dem beweglichen Pfahl und dem Verankerungspflöckchen. Zur Sicherheit gegen unbeabsichtigte Kontaktgabe sind die Kontaktschlingen aufzubiegen. Das freie Drahtende vom Verankerungspflöckchen wird dann mit einem Pol der Batterie verbunden und isoliert. Die Verpackungshülse dient als Bazooka-Rohr. Der Boden der Hülse wird abgeschnitten. Die Bettung der Rakete ist beim beweglichen Pfahl auszuheben. Dann wird das freie Leitungsende vom beweglichen Pfahl mit dem blauen Draht der Rakete verbunden. Ein drittes Stück isolierter Leitung wird am Kurzschlussclip befestigt. Und dieser wiederum am Leitwerk der Rakete festgeklemmt. Das freie Ende dieser Leitung wird später mit dem zweiten Pol der Batterie verbunden. Das Sicherungsband wird abgenommen und die Rakete unter gleichzeitigem Eindrücken des Sicherungsstiftes in die Verpackungshülse eingeschoben. Dann wird die Rakete in die vorbereitete Bettung gelegt und so ausgefluchtet, dass sie die Wanne des Panzers trifft, wenn der Bug den Sperrdraht wegdrückt. Die Raketenspitze muss mindestens 3 Meter Abstand vom Panzer haben, damit der Zünder scharf werden kann. Die Rakete wird getarnt. Der Spanndraht gerade gezogen. Erst jetzt wird das freie Leitungsende vom Kurzschlussclip der Rakete am zweiten Pol der Batterie angeschlossen und isoliert. Die Batterie wird zum Schutz gegen Feuchtigkeit abgedeckt und getarnt. Die Sperre ist fertig. Hier die gefechtsmäßige Anordnung. Rechts beweglicher Pfahl, Verankerungspflöckchen, Batterie und Bazooka-Rakete. Links der feste Pfahl, zwischen den Pfählen der Sperrdraht. Ein Panzer kommt auf die Sperre zu. Sicherer, volle Deckung. Und wiederum die Anlage im Schema. Die Fahrspur. Fester Pfahl. Beweglicher Pfahl. Sperrdraht. Verankerungspflock. Batterie. Rakete. Draht vom Clip zur Batterie. Leitung vom blauen Draht zu den Kontaktschlingen. Kurzschlussclip. Draht von Kontaktschlingen zur Batterie. Wenn die Zeit knapp ist,
oder die Pioniere fehlen, um eine Minensperre zu errichten, dann verlegen wir die Minen im Streueinsatz auf der Fahrspur. Wenn der feindliche Panzer die schlecht getarnten Minen sieht und hält, wird er ein gutes Ziel für die überwachende Bazooka. Darum Grundregel, keine Sperre ohne Feuerschutz, sonst ist sie nichts wert. Wenn bei einem Panzerangriff die panzerbrechenden Waffen nicht alle Panzer vernichten können, dann müssen diese Panzer durch Nahkämpfer außer Gefecht gesetzt werden. Morgengrauen, noch ist alles ruhig. Das Vorfeld ist durch Panzersperren gesichert. Aufmerksam beobachten Gefechtsvorposten aus ihren Deckungslöchern das Gelände. Feindliches Artilleriefeuer! Panzer aus Richtung Waldrand! Diese Meldung gibt der Schütze über Sprechfunk zum Kompaniegefechtsstand. Eigenes Artilleriefeuer soll die begleitende Infanterie von den Panzern trennen. Bazookas bekämpfen Panzer und setzen zwei außer Gefecht. Trotz des Abwehrfeuers kommt ein Panzer immer näher. Jetzt ist der Augenblick für den Panzernahkämpfer gekommen. Die Zerstörer im toten Raum. Nun können sie handeln. Die Überwurfnebelladung soll diesen Panzer zum Halten bringen. Eine geballte Ladung besiegelt dann das Schicksal dieses Panzers. Nicht immer wird es so sein, dass in unsere Stellung eingebrochene Panzer sofort von Nahkämpfern vernichtet werden können. Aber wo das Gelände günstig ist und sich Möglichkeiten zur Anlage tief gestaffelter Sperren bieten, da wird der Panzernahkämpfer zum gefährlichsten Feind des Panzers. Mit wenig, aber beherzt eingesetzten Mitteln erreicht er einen großen Erfolg.